Yo meine lieben Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen One Piece 1000 Storm Video. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Und heute ist es soweit, endlich Freunde, es ist Sonntag und dementsprechend ist es auch möglich, die Ultimate Attacken von dem Boss aller Bosse, von dem Rothaar aller Rotschöpfe. Ich lasse es jetzt lieber mal, Leute. Auf jeden Fall kann man die zwei Ultimate Attacken von Shanks bekommen in One Piece 1000 Storm, natürlich in der japanischen Version, Freunde, zu dem Einjahres-Jubiläum. Und wie gesagt, ich habe mich auf den Tag gefreut. Wir sehen hier auch schon, wir sind direkt im Shop. Und ihr seht auch oben rechts, ich habe über 300 Coins, 300 Rainbow Coins zur Verfügung. Und ich denke, wir werden da für mindestens 200 bis 250 Rainbow Coins ziehen. Gehe hier mal auf das Event, wir werden hier Multipuls machen. Und ja, Freunde, hier kann man nochmal sehen, wir haben die... Ich glaube, das ist die neue Ultimate-Attacke, genau in Gold. Dann hier die alte. Freunde, das ist diese epische Szene, wo Shanks auf dem Schiff von Whitebeard war. Und die alle umgefallen sind vor seiner Aura. Und ja, das sind die zwei Ultis. Hier oben rechts kann man nochmal sehen, dass es auch die Ultis in Silber gibt. Und wir werden das Ganze viermal hier machen. So, ich denke sogar fünfmal. Und ab dem vierten Mal müssten wir eben die Chance bekommen, nur diese Ultimates zu ziehen. Da gibt es halt so einen Special-Pull. Und ja, Leute, das werden wir jetzt alles sehen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, Freunde. Ich bin ziemlich gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich glaube, ich habe noch nicht so viele Rainbow Coins auf einmal rausgehauen. Aber Freunde, deshalb würde ich sagen, ich laber nicht länger rum und wir legen direkt los mit dem Multipull. Also Freunde, ich würde schon sagen, ich erwarte mir schon so Minimum zweimal die Ulti in Gold aus diesen ganzen Pulls. Wäre halt schon cool. Dann hätte ich die Ulti schon auf Level 5. Und ja, es beginnt schon, Leute. Wir haben den normalen Ruffy. Ich hoffe, denke, dass wir jetzt auch mal den nach den zwei Jahren Ruffy oder den Dressrosa Ruffy bekommen. Aus diesem Puls wäre schon ziemlich toll. Okay, es geht los mit einer goldenen Teleschnecke. Das heißt, wir bekommen erstmal eine silberne. Und Freunde, wir haben schon die Ulti in Silber. Wir haben schon sogar die neue Ulti. Nice, wir haben sie schon. Jawohl. Aber in Silber, Freunde. Aber immerhin direkt als erstes. Ich glaube, bei Ace war das auch so direkt als erstes. Und wir haben eine Animation. Wir haben eine Animation. Komm, bitte. Sei es nochmal die Ulti von Shanks. Kommt schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Jawohl! Ja! Wir haben sie in Gold. Das ist die alte Ulti, aber vollkommen egal, Freunde. Vollkommen egal. Jawohl! Yes! Nice, nice. Ich habe auch von einem von euch erfahren, dass es möglich sein sollte, dass man bald zwei Ultis ausrüsten kann. Ich habe dazu zwar noch nichts gelesen, aber wenn es kommen sollte, umso besser. Jawohl, das ist nice. Ja, jetzt kriegen wir nur noch Schrott. Und was kommt jetzt? Wieder eine silberne. Ach, nice. Das ist schon wieder was für Shanks. Jawohl. Wieder die Ulti in Silber. Nice. Nice. Wir haben dreimal die Ulti bekommen von Shanks. Und das beim ersten Multipull, Freunde. Nice. Ziemlich gespannt. Ich freue mich übelst, Freunde, gerade. Auch wenn ich das nicht so wirklich rüberbringen kann. Ich bin übelst gehypt. Nice. Geil. Leute, wir machen direkt weiter. Ich bin gerade echt unter Strom. Mich freut es voll. So, jetzt seht ihr auch schon hier 2 von 4. Bei dem Multipull, weil wir jetzt hier schon einmal gezogen haben. Es gibt, das, ich glaube, das ist bei jedem Charakter auf jeden Fall... Und es geht weiter. Okay, wir haben wieder den normalen Ruffy. Kein Problem. Wenn wir nochmal das gleiche pullen, wäre ich ziemlich zufrieden. Wie gesagt, auf die anderen Karten habe ich nicht geachtet. Da kam auch nicht wirklich eine Sequenz, weil wir die halt schon hatten. Freunde, aber... Yo. Ja, ich glaube, der Pull war jetzt nicht so... Okay, wir haben die Ulti wieder in Silber bekommen, Freunde, von Shanks. Dann haben wir Beppo in Silber bekommen. Ach cool, das ist sogar seine Ulti. Ich glaube, das heißt, Beppo wird anscheinend auch noch kommen. Nice. Oder ist schon draußen, ich weiß nicht. Okay. Yo, wir kriegen wieder eine Animation. Yes. Wie geil. Wir kriegen nochmal eine Animation. Hier ist jetzt nicht die gleiche, aber was wird es wohl sein? Was wird es wohl sein? Und... Yo, Smoker. ist es die Ulti von... Nein, es ist nicht die Ulti. Das ist sogar so eine Buff-Karte. Das heißt, die verstärkt... Ein Charakter ziemlich stark, auch ziemlich nice und gut zu gebrauchen für einen Shanks. Weil ich glaube, diese Charaktere, wo einfach nur das Gesicht auf Gold drauf ist, Freunde, ich glaube, diese Karten machen den Charakter auch extremst stark, also pushen den heftigst. Am besten kann man das, finde ich, glaube ich, bei
Ace sehen mit dieser Doflamingo-Karte. Ich habe so viele Ace-Spieler gesehen, die über 200.000 waren und die hatten dann 3-4 Mal diesen Doflamingo und Rainbow ausgerüstet. Also gibt schon mal einige Karten, die halt fast alle guten Spieler besitzen. Und so, Freunde, es geht weiter. Also, bis jetzt läuft es gar nicht schlecht. Aber ich hoffe mir auf jeden Fall noch, die neue Ulti in Gold zu ziehen. Wir haben die alte in Gold gezogen. Jetzt will ich noch die neue. Jetzt haben wir die wieder in Silber gezogen. Kommt schon in Gold. Wie kriegen sie die ganze Zeit in Silber, Freunde? Ich will doch nur die neue in Gold. Aber wir haben die neue in Silber. Das ist auch ziemlich cool. Hey, ziemlich nice, Freunde. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Ultis ziemlich hoch leveln kann. Bei Shanks, dann habe ich, denke ich, auch ziemlich einen starken Charakter. Weil bis jetzt... Und Freunde, wir sehen hier 4 von 4. Und anstatt 50 muss ich jetzt nur noch einen Rainbow Coin zahlen. Das passt ganz gut. Ich habe 181. Dann heißt, habe ich danach nur noch 180. Und wir machen das jetzt auf jeden Fall mal. Also, das ist wie gesagt bei jedem Charakter möglich, falls ihr es nicht wusstet, dass man nach 3 Multipuls, dass eben der 4. für einen Rainbow Coin ist. Und ich glaube, man kriegt da, denke ich, oder man hat eine höhere Chance, die Ultis zu bekommen. Oder man kriegt jetzt nur die Ultis. Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal. Freunde, wir haben den Dressrosa Ruffy. Nein. Ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall war oder ob es bei jedem 4. Multipull der Dressrosa Ruffy ist. Aber oh mein Gott, wir haben ihn zum ersten Mal in der japanischen Version bekommen. Zum ersten Mal und das bei Shanks. Das kann kein Zufall sein, Freunde. Nachher kommt bei jedem der Dressrosa Ruffy nach dem 4. Pull, aber krass. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe ihn echt noch nie in der japanischen Version gehabt. Ich traue mich gar nicht drauf zu drücken. Oh, heftig. Komm. Das sah schon gut aus. Wir haben viele goldene Teleschnecken. Und wir haben direkt eine Animation. Das heißt, es ist eine neue goldene Karte. Komm schon, bitte lass die neue Ulti von Shanks sein. Bitte, bitte. Jawoll! Ja! Yes, wir haben sie. Wir haben beide Ultis in Gold gezogen. Wie oft noch in Silber. Und jetzt haben wir auch die neue und die alte. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es geschafft. Ich habe mein Ziel geschafft. Ich bin ziemlich glücklich. Jawohl, nice. So muss es sein, Freunde. So muss es eigentlich immer laufen. Jetzt kriegen wir nochmal eine Ulti. Nochmal eine Animation. Oh mein Gott, das ist so geil, wenn man den Dressrosa Ruffy hat. Jetzt kriegen wir eine ganz neue. Vielleicht Akaino oder Smoker wieder. Ich weiß es nicht. Vivi. Oh je. Egal, Freunde. Immerhin, ganz ehrlich. Eine goldene Karte. Ich mag Vivi nicht so, aber dann haben wir wieder die Ulti von Shanks in Gold bekommen. Freunde, habt ihr es gesehen? Aber die hatten wir schon. Dann haben wir wieder was für Beppo bekommen. Och man, ich kann echt einen coolen Beppo erstellen. Ganz ehrlich. Aber ich würde auch gerne die anderen Attacken von Shanks irgendwie in Silber zu bekommen. Die normalen Attacken. Und Leute, wir haben auch was für Akaino bekommen. Boah, die Karte sieht auch ziemlich cool aus. Nice. Freunde, guckt euch mal diesen Multipull an. Hammer. Oh mein Gott, ich bin echt sprachlos. Das ist echt heftig. Oh, nice, ich würde sagen, wir machen noch einen Multipull. Da haben wir 5 Stück. Ich habe echt mein Ziel erreicht, Freunde. Ich habe beide Ultis in Gold, dann wie oft noch in Silber. Und ja, ich kann nur noch hier ziehen, Freunde. Das ist jetzt auch schon weggegangen. Das heißt, ich kann hier einen Multipull bei diesem Event hier machen. Das ist einfach das gleiche, nur kann man hier noch Single Pulse machen. Ich kann euch nochmal hier zeigen, was es hier noch alles gibt. Diese Karte wäre auch ziemlich cool, Freunde, dass ich diese Attacke in Silber bekomme. Dann kann ich die auf Rainbow upgraden. Oder irgendwelche anderen Karten, die wir was nutzen können. Aber nice. Also ich freue mich gerade echt übelst, Freunde. Also wir machen jetzt noch den letzten Multipull, würde ich sagen. Oder vielleicht noch einen anderen, ich weiß nicht, Freunde. Könnte auch bei Ruffy vielleicht noch ziehen oder bei Sabo, wenn ich mir jetzt so ein bisschen Rainbow Coins aufspare. Was ich auch noch erfahren habe, Freunde, dass nach diesem Einjahresjubiläum ein Whitebeard und Blackbeard Event kommen wird. Und ich kann es euch jetzt schon mal sagen, Blackbeard wird, denke ich, ziemlich overpowered werden. Weil der ist in solchen Spielen immer overpowered. Sei es in Paradise oder Burning Blood oder allgemein. Nein, seine Teufelsfrucht oder im Anime, der Typ ist so overpowered. Deshalb wird er im Spiel auch ziemlich krass werden. Also kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also wenn kein Charakter für euch dabei ist hier bei diesem Event, dann spart auf Blackbeard. Puh, jetzt haben wir wieder eine goldene.
Aber wir bekommen eine silberne Karte von X-Drake, okay. Ja, nicht schlecht, aber ich bin nicht so ein großer X-Drake-Fan. Oh, wir kriegen wieder eine Animation, Freunde. Krass. Dass ich so viel in einem Part bekomme, hätte ich echt nicht für möglich gehalten, Freunde. Puh, freut mich. Was kriegen wir? Rook. Alter, krass. Rook ist gerade auch ein Charakter, den ich ziemlich hype wegen dem aktuellen, wegen dem Manga in One Piece. Also es ist nice. Und wir haben wieder die Ulti in Silber bekommen, Freunde. Cool. Also ich kann die echt so hoch, vielleicht kann ich die sogar maxen. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, Freunde, kommt, weil wir heute großzügig sind, machen wir noch ein Multipull, dass ich dann auf die 80 Rainbow Coins komme. Und dann beenden wir das Ganze, weil wir haben dann, glaube ich, über 5, 6 Multipulls gemacht. Und das ist echt ziemlich krass, Freunde. Das ist echt ziemlich krass. So, komm, jetzt noch den Ruffy nach den 2 Jahren und wir haben alles komplett. Ah, okay, schade, leider nicht. Aber, Freunde, wir hatten den Dressrosa Ruffy, da bin ich mehr als zufrieden. Ganz ehrlich, wenn ihr den Ruffy bekommt, dann wisst ihr, dass ihr ausgesorgt habt. Vor allem bei einem Event, dann bekommt ihr, glaube ich, immer die Banner-Ulti. Oder so gut wie immer. Und das sogar zweifach, dreifach. Und wie sieht es jetzt aus? Wir haben wieder eine goldene, komm, eine silberne Karte von X-Drake, okay. Ja, Leute, ich kann echt einen starken X-Drake machen, weil ich habe die Ulti von ihm auch schon. Dann wieder eine Animation, Freunde. Yes. Nice. Und die Karte ist von... Oh mein Gott, Freunde. Was eine geile Karte von Zorro. Was für ein geiler, epischer Moment. Einer meiner Lieblingsmomente in One Piece. Wo Zorro Monet einfach spaltet. Oh mein Gott. Freunde, die Karte ist einfach richtig geil. Vor allem das Bild. Nice. Nice. Und kommt, die letzte Karte ist... Komm, eine silberne für Shanks, Mann. Ist es für Shanks? Ist es für Shanks? Ja, oh mein Gott. Jawoll. Freunde, ich habe vorher noch gesagt, es wäre voll cool, wenn wir noch die in Silber bekommen. Und bei dem allerletzten Pull, die allerletzte Karte, bekommen wir einfach die in Silber. Oh mein Gott, Freunde, wisst ihr, das kann kein Zufall sein, kein Schicksal, Freunde. Shanks ist einfach mein Lieblingscharakter und es hat sich hier einfach bewiesen, Freunde. Es liegt nicht daran, dass ich so viele Rainbow Coins rausgehauen habe. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr so lange zugeguckt habt, Freunde. Das war's von diesem XXL-Part in One Piece 1000 Storm. Wie gesagt, ich habe es geschafft, meinen Traumcharakter zu erstellen, meinen Lieblingscharakter. Hab echt so viel cooles Zeug gezogen dafür. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mir die Daumen gedrückt habt. Vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Und Freunde, schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt, wenn ihr bei dem Shanks-Event oder bei dem Shanks-Banner oder allgemein bei dem Jubiläum gezogen habt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Ich hoffe, ihr habt auch auf jeden Fall so viel Glück wie ich in diesem Part gehabt. Ansonsten lief es bei mir, naja, ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall, das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Mautoxi. Ciao!